Okay, B, A, D, C, F, E. B. A. D. C. F. E. Fertig. Nicht. Hä? Hey, das habe ich ihn falsch gemacht. Ich verstehe es nicht. Okay, manchmal verstehe ich dieses Spiel einfach nicht. B, A, D, C, F, E. Ja, war doch richtig. Ich verstehe es nicht. Muss ich das verstehen? Oder habe ich irgendwo ein Dokument übersehen, wo drin steht, was ich für was brauche? Das kann schon eher sein. Ihr könnt jetzt auch einfach rumprobieren. A und C, nein, A und vielleicht D. Nee, das ist Madness. 6. 6 mal 6? Nee, 6. 6 hoch 6, oder? 6 hoch 6 Möglichkeiten müsste ich dann haben. Das ist nicht wenig. Jetzt muss ich kurz nachdenken, damit ich keinen Scheiß hier erzähle. Also 6 hoch 6. Das kann ich damit, 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 damit. Dann habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten. Dann B habe ich plus 4. Sind 9 Möglichkeiten. C sind... ja. So, oder? So irgendwie... also doch nicht. 6 hoch 6. Egal. Ja, wäre jetzt doof, wenn ich das jetzt nicht gefunden habe und deswegen irgendwie alles blöd. Ich erinnere mich dran, dass ich mal irgendwie was hatte, wo was mit Chemikalien und bla drauf stand. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch habe. Also irgendwie finde ich es auf jeden Fall nicht. Nein. Was? Nein. Nein, 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 nein. Das ist hier falsch. Das ist falsch. Ach ja. Ich werde hier wahrscheinlich irgendwo eine Notiz übersehen, die man unbedingt mitnehmen müsste, wodurch man jetzt wüsste, was man machen muss. Wir sehen uns gleich wieder. The Book of Explosives. Sollte man hier drin haben. Ich habe auch noch eine Seite 1. Buch über Sprengstoff. Ja. Ja, Dynamit. Nee. Trinitrotoluol TNT. Die Armstrong-Mischung. Das sieht schon eher gut aus. Todesmischung. Ja, das hört sich gut an. Okay, also rotes Phosphat und Barium. Phosphat, Barium, Phosphat habe ich nicht. Aber ich habe Barium. Okay, D und F. Okay, also zuerst F und dann D, nicht wahr? Probieren wir mal. F. Wow! Okay, das war's. Solange ich mich vorsichtig bewege, sollte das Gemisch nicht explodieren. Ich glaube, der Save Point war gut so. Holy shit. Und jetzt kommt auch noch der Wurm oder was? Wehe. Das hier ist, glaube ich, schon genug des der Herausforderung. Ich kann übrigens nicht rennen, also kommt gar nicht auf die Idee, mir zu schreiben, ich soll rennen. Holy shit. What? What?
Was passiert? Darf man nicht springen? Oh, man darf bestimmt nicht springen. Hey, Moment, nee, ich bin doch... Mhm. Gut. Ganz langsam umdrehen. Man darf springen. Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Aber die Effekte der Explosion waren auch irgendwie sehr, 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 sehr schlecht. Sehr schlecht. Vorsichtig drehen. Nicht runterfallen, sonst explodiert alles. Ich auch. Ich hab's geschafft. Okay, jetzt langsam umdrehen. Und was jetzt? Ach du Kacke. War das gut? Was? Hallo? Ja, schön, dass einem gesagt wird, was man machen soll, sobald man auf der anderen Seite ist. Ey, wie dumm ist das denn? Ganz im Ernst. Wie dumm ist das denn bitte? Ist klar, niemand trägt Sprengstoff mit, darf damit nicht die Wände berühren, darf damit überhaupt nichts berühren, darf sich nicht schnell umdrehen, darf nicht schnell laufen, darf gar nichts machen. Dann ist man am Ende und das Teil explodiert wieder ohne Grund. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Das hat nichts mehr vom Gruselspiel. Das ist einfach nur dumm, ey. Ganz im Ernst mal. Das ist von irgendeinem verfickten Zufallswert abhängt, ob das Ding explodiert, Junge. Sag mal. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Spielrad. Ist klar, man darf nichts tun. Man darf nichts tun. Ich verstehe die Logik von diesem Spiel nicht. Also man darf sich nicht langsam umdrehen, man darf sich nicht schnell umdrehen, man darf sich nicht 1-2 Zentimeter lang umdrehen. Was ist das für ein Scheiß? Ey, komm. Es hat doch keinen Sinn, ich werde damit nie bis nach hinten kommen. Und selbst wenn ich nach hinten komme, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Weil ich damit ja nicht die Wände berühren darf. Das heißt, ich kann es auch direkt lassen, das da versuchen hinzulegen. Ach, das ist einfach nur so bescheuert gemacht, ey. Ganz im Ernst mal. Ich meine, kann man noch dümmer ein Spiel designen, dass es von dem Zufallswert abhängt, ob man stirbt oder nicht? Ganz im Ernst, sowas ist einfach nur dumm. Ja. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, immer bei diesem Sprung. Und zwar ohne Grund. Meine Fresse. Einfach nur dumm. Ich glaube, ich versuche es jetzt ein letztes Mal. Ach, jetzt komme ich einfach mal so auf den Holzdingen drauf. So, wie mache ich das? Wie soll man das bitte machen? Ich verstehe es nicht. Ja, wenn ich jetzt so springe, wird es eh fällen. Sag. Ja, ich sag's doch. Es ist so schön. Ich meine, die Wände berühre ich auch nicht. Ich berühre überhaupt nichts, außer die Luft. Fick dich. Was? Was? Okay, eben ist es auch ohne Grund explodiert. Ja. Sag mal, was ist das für ein Bug? Ich kann so schnell drehen, wie ich will, ne? Und es hängt wieder mal von dem Zufallswert ab, ob man stirbt, ey. Das ist so dumm, ey. Es ist einfach nur dumm.
Klar, ne? 80%. 80%, wenn man das macht, stirbt man nicht, ne? Bei den 20%. Wenn man es da zu schnell dreht, dann ist... Ach, das ergibt keinen Sinn, ey. Das ist die dümmste Passage vom ganzen Spiel. Ganz im Ernst, Mann. Ganz im Ernst. So, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Ich könnte eigentlich es auch mal anders versuchen, nämlich so. Aha, ja. Schön. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Nicht. Ja, es war klar, dass ich das nicht schaffe beim ersten Mal. Es war klar. Also, man kann das nicht schaffen, oder wie? Also, hinlegen kann man es nicht, weil sonst explodiert es ja und dann steht man direkt dran. Wegwerfen kann man es auch nicht, weil dann explodiert es mitten in der Luft. Weil wegen, keine Ahnung, zu schnell oder so. Zu viel Wind drückt entgegen und dann macht's bumm. Mit anderen Worten, ich darf gar nichts machen. Man kann diese Stelle nicht schaffen, oder was? Okay, dann versuche ich es jetzt halt mal mit hinlegen. Nee, das kann nicht klappen. Selbst wenn ich es hinlegen könnte, wie soll ich denn dann auslösen? Ich versuche es noch ein letztes Mal mit werfen, ansonsten leckt mich das Spiel. Ja, nee. Werfen kannst du vergessen. Werfen kannst du vergessen. Dieser scheiß Zufallswert geht mir so auf den Sack, ey. Ich meine, sehr viel dümmer kann man das Spiel nicht mehr gestalten. Echt nicht, nee. Es ist unmöglich, das Spiel noch dümmer zu gestalten. Wow, ey. Echt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie jeder Spieleentwickler es schafft, ein so kleines Spiel wie Penumbra zu einem I Wanna Be The Guide zu kreieren. Ich meine, was zur Hölle? Ja, ja, nee, ist klar. Sag mal, bin ich hier im Irrenhaus oder was? Waren die besoffen, als die dieses Scheißspiel kreiert haben? Ganz im Ernst mal, klar. Hinten darf ich nichts berühren und hier, ja. Leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich einfach am Arsch. Es ist so dumm, ey. Schön. Kleinen Moment. Ich verstehe es nicht. Das Spiel ist nur 400 MB oder 200 MB oder so groß. Es ist klar, dass man hier keine gute Programmierung erwarten kann. Aber die Entwickler müssen es doch nicht direkt übertreiben und dann so einen Scheiß machen, wo man gut programmieren muss. Echt, ey. Echt, manchmal bleibt mir die Logik von manchen Spielen echt verwehrt. So, ich wette, jetzt kommt der Wurm oder so und dann stellt sich heraus, der ist Red und will mich auffressen und dann bin ich tot oder was? Was? Ach so, nee, das sind wahrscheinlich Ventilatoren. Ach, ich mach mal lieber das Ding wieder. Was ist das denn? Diese Tür ist neuer als all die anderen hier. Hierher braucht mich Red sicher führen. Oh, ich kann sie noch nicht aufstellen. Ich brauche eine Art Hebel. Warum ist da Licht hinter? Wenn da Red hinter ist oder wenn die Oberfläche dahinter ist. Nee, wenn Red dahinter ist, warum macht er die Tür nicht auf? Der erwartet mich doch, oder nicht? Kann man da rein? Nein, unsichtbare Wand. For the win. Was ist das? Verschlossen. Wer hätte das gedacht? Brachi? Himmel, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Türen macht man normalerweise eben mit Brecheisen auf. Aber nicht in Philips Welt. Nein, nein, nein. Warum sind die mit Blut befleckt? Und warum ruckeln die so? Warum haben die so komische Aussetzer? Und warum ist hier Müll? Warum gefällt mir dieser Ort überhaupt nicht? Was ist das? Guten Abend. Du bist tatsächlich gekommen. Es gibt so viel zu sagen, aber wir fehlen die Worte. Du bist gekommen. Du bist so hübsch. Was? Aber ich bin böse gewesen.
Die Unterwelt ruft mich schon, also wird eine weitere Missetat wohl wenig ändern. Ich habe dich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Die Antworten, die du suchst, kann ich dir nicht geben. Du möchtest vielleicht das finden, wonach du suchst, aber es ist eine Fiktion. Du konntest nicht wissen, was hinter dieser riesigen bleiernen Türöffnung lag, sonst hättest du alles andere in der Welt gesucht. Was?